wenn das verfluchte Ding darunter nicht runtergefallen wäre. Ja, liebe Leute, ich melde mich hier aus dem Museum und es ist so, dass ich geheilt bin. Endlich habe ich mein Gedächtnis wiederbekommen. Und ihr habt das alles miterlebt, die Höhen und Tiefen und was wir da durchgemacht haben. Oh, meine Güte, Abenteuer ohne Ende. Und dann natürlich überhaupt die Besichtigung von Atlantisreich, dass wir das alles gesehen haben. Ich meine, ohne meine verzweifelte Suche nach meinem Gedächtnis wäre ich doch nicht so rumgelaufen, Ach ja, Leute. Das ist also hier mein Arbeitsplatz. Und das ist ja nun das unglückselige Gemälde, womit alles begonnen hat. Dieses Ding ist runtergesaust auf meinen Kopf und hat das ganze Elend ausgelöst. Aber Ende gut, alles gut. Das nennt man Happy End. Und letztlich muss ich diesem Gemälde doch recht dankbar sein. Ohne dieses Gemälde hätte ich Atlantisreich nicht kennengelernt, hätte mein Gedächtnis nicht zurückerhalten. Gut, das hatte ich ja vorher, das hätte ich ja dann nicht verloren, wenn das verfluchte Ding darunter nicht runtergefallen wäre. Aber so habe ich das schönste Erlebnis meines Lebens gehabt. Und außerdem ist es so, dass ich nun ganz in anderer Weise dankbar bin dafür, dass ich überhaupt ein Gedächtnis habe. Mehr wie andere Menschen das haben können, weil die haben immer schon ein Gedächtnis gehabt und wissen ja nicht, wie toll das ist. Und da ist mir doch aus dieser ganzen Erfahrung nur Gold zugewachsen. Nur Gold. Ich bin immer noch so aufgeregt, dass ich jetzt hier im Kreis rumlaufe. So, ja gut, ich meine, dieses im Kreis rumlaufen, das hat ja auch was. Das ist ja auch eine sportliche Tätigkeit. Mein Beruf ist ja so, ich muss gucken, ob da einer reinkommt. Wenn einer reinkommt, muss ich den begrüßen und muss dem alles erklären und so. Wenn keiner reinkommt, muss ich manchmal Staub wischen. Aber in Zukunft vorsichtiger wie beim letzten Mal. Und liebe Leute, zu guter Letzt habe ich noch eine sehr gute Nachricht. Natürlich, diese Reihe hier, die Suche nach dem eigenen Ich, ist natürlich abgeschlossen, denn das Ich hat sich ja wieder eingestellt, Gott sei Dank. Aber ich habe mir gedacht, dieses Atlantisreich, wo ich lebe, das ist doch so vielschichtig und so. Und sollte es sein, dass ich hier etwas erlebe, was neu ist, was über das hinausgeht, was wir gemeinsam gesehen und erlebt haben, dann werde ich mich wieder bei euch melden und dann werde ich euch das zeigen. Und vielleicht sind das ganz tolle Sachen und ganz tolle Abenteuer. Ich weiß ja nicht, was alles passieren kann. Ihr müsst euch nur gedulden, weil das ist jetzt so die Serie, die ihr gesehen habt, die wir gemeinsam sozusagen gemacht haben. Die ist vorbei. Aber wie gesagt, es kann sein, dass demnächst ein Film auftaucht und da berichte ich. Und diese Filme werden die Überschrift tragen: Neues vom Museumswärter. Ich danke euch und alles Liebe und Gute. Bis wir uns mal wiedersehen.